Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge unserer Hour of Devastation Spielraum Spoiler Alarm Serie. Mein Name ist Christoph Postel, bei mir Patrick Bodele. Servus. Und wir starten direkt mit den Artefakten. Mit dem verlassenen Sarkophag, der kostet 3 Mana, ist ein Artefakt. Überraschend. Überraschend. Du kannst Karten mit Umwandlung, die keine Länder sind, aus deinem Friedhof wirken. Mhm. Und falls eine Karte mit Umwandlung von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt würde, ohne dass sie umgewandelt wurde, schicke sie stattdessen ins Exil. Ja. Das verhindert, dass du das endlos oft spielst, die Karten aus dem Friedhof. Ja. Ja, erst. Es hat schon seine Vorteile, wenn du deine Umwandlungskarten zuerst umwandelst, im Early Game, im Late Game dann casten kannst. Aber du willst halt den Stuff auch teilweise casten, das ist die Problematik. Ey, das kannst du dann. Nein, aber ah, zuerst nicht. Du willst zuerst casten. Ja, ich will es ab und zu zuerst casten. Ja, aber dann ist halt im Exil, dann brauchst du ja eh nicht mehr. Also, was, weißt du, wenn du zum Beispiel dieses Hieroglyphic, bla bla, den Draw-Spell castest. Ziehst halt zwei Karten. Genau, aber dann du kannst ja mit ihm im Friedhof nichts mehr machen. Nein, eh nicht. Na doch, jemand Trash-League halt. Achso, dann ist es noch später, ja. Ah, okay. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist halt zu wenig für das Thema da noch. Ja, ich meine, das Umwandlungsdeck ist halt, was ich durchsetzt, war dieses verrückte Combo-Deck, was halt in einem Zug dann mit News Perspectives und so alles gemacht hat, bla 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 bla. Aber das wollte halt nie wieder was aus dem Friedhof spielen, außer vielleicht, nein, nichts, nicht mal den schwarzen Spell, der wird nicht umgewandelt. Nein. Nein, also. Nein. Nein. Ja. Next one, der Krummstab der Verdammnis für 2 Mana. Für 1 Mana und wenn man ihn tappt, schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Und für 1 Mana schicke den Krummstab der Verdammnis ins Exil, schicke alle Karten aus allen Friedhöfen ins Exil. Mhm. Kennen wir ja ähnlich so. Ja, wie redig auf Progenitus, deswegen habe ich es reingenommen. Ist natürlich mit 1 Mana teurer, das ist ein bisschen schlechter. Dafür kannst du halt. Das Tappen kostet auch 1 Mana, dafür kannst du dir aussuchen, welche Karte, das kannst du bei Relic nicht. Und das alles ins Exil schicken kostet du auch 1 Mana, kostet aber nicht das Tappen, das heißt, du könntest zuerst was wegnehmen und wenn es dann doch kritisch wird, dann auch alle wegnehmen. Aber bei Relic ziehst du eine Karte, oder? Ziehst du auch eine Karte, ja. Ja, es ist natürlich ein bisschen schlechter, aber es gibt halt genug Sachen, die halt mit dem Friedhof irgendwas machen wollen, insofern vielleicht nicht komplett irrelevant. Mhm. Ja. Gerade in Sideboard kann ich mir das jetzt immer wieder vorstellen. Also in Sideboard braucht man eh sowas. Ja. Gibt es immer also Sachen ausschaltet. Genau, gab es jetzt öfter Sachen, die im Friedhof, wo man sich gedacht hat, das werde ich gern. Sei es auch nur ein Dread Wanderer oder halt ein Scrap Heap Haberer. Ja. Du weißt doch immer nicht, wer heißt das. Scrounger, ich kann es auch immer nicht sagen. Ja, was? Die nächste Karte, die Gabe des Gottpharaos für 7 Mana. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug kannst du eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof ins Exil schicken. Falls du dies tust, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie jener Karte ist, außer dass er ein 4-4 schwarzer Zombie ist. Er hält Eile bis zum Ende des Zuges. Bleibt. Mhm. Also in einem creature-lastigen Deck, das irgendwann einmal auf 7 Mana kommt, also in so einem Midrange-Deck wahrscheinlich, macht er halt 4-4er Zombies. Ja, ich weiß nicht. Also mich schrecken so Artefakte, die 7 Mana kosten, halt doch sehr ab. Weil und im ersten Moment halt nichts machen. Ich meine, natürlich kannst du das Pre-Combat spielen, dann macht's mal für 7 Mana auf jeden Fall ein 4-4er hoffentlich. Mhm. Außer der Gegner hat das neue rote Instant für 2 Mana, das ein Artefakt zerstört. Abrade. Abrade, danke. Ab aufreiben heißt es auf Deutsch, gell? Aufreiben, ja. Irgend sowas. Dann hast du gar nichts gemacht. Aufreiben, abrade hat es. Wie auch immer. Also das ist halt, ja. Jetzt kommt der Leerwandler für 5 Mana. Ein Golem, 4-4er Golem hat Umwandeln 2 und der Leerwandler kostet beim Wirken für jede Karte, die du in diesem Zug umgewandelt oder abgeworfen hast, 2 weniger. Mhm. Das heißt, du hast 2-mal gecycelt, kostet der Leerwandler 1 Mana, du hast 3-mal gecycelt, ist der Leerwandler gratis. Genau. Das ist im Bestfall kannst du in Turn 3 liegen für 1 Mana. Weil dann cyclest du es für 1 Mana, cyclest du es für 1 Mana, hast du 1 Mana offen und spielst ihn. Du hast dir für 1 Mana Turn 3 und für 4 gelegt. Und 2 Karten gezogen. Und 2 Karten gezogen. Ist nicht schlecht. Aber wie ich halt vorhin auch schon beim anderen gesagt hast, gesagt, dass
Cycle Deck ist ja eigentlich kein Combo Deck. Ich weiß nicht, ob. Und du, wie du das Cycle Deck damals gespielt hast, gleich nach dem Release, wo brauch die Combo ich noch halt nicht nicht. war, warst, hast du halt das Value gezogen aus den Enchantments. Genau. Da willst du doch keinen generischen Vierer, der halt dann. Na, eigentlich nicht, weil ich will jeden lieber stirbt, ich mehr will oder ja minder. mehr. Ich wollte halt die 2-2er Flieger. Genau. Weil halt mehr Oder Evasion. halt den Gegner aussaugen mit dem Schwarzen. Genau. Ne? Ja. Keine Ahnung, vielleicht immer sehen wir was. Ja, es ist momentan sehr beliebt, die Karte. Ich weiß noch nicht warum, aber vielleicht, wenn das Video rauskommt, in über einer Woche, würde ich, weiß ich schon, jetzt bin ich nur zu blöd dafür. Aber ja, schauen wir mal. Dann haben wir den Mana Lead. Für 3 Mana einen Mana Rock wieder einmal. Man tappt ihn, erhöht deinen Mana Vorrat um ein Mana einer beliebigen Farbe. Ja. Was halt cool ist, dass der Common ist, das heißt, man kann ihn auch im Draft. Man ist ein Reprint, ist immer wieder haben. Ich habe ihn reingenommen, weil es halt ein 3-Mana, weil es ein Mana Rock ist, der jede Farbe macht. Und wir sind ja in der Zwischenzeit gewohnt, dass Mana Rocks 3 Mana kosten statt 2. Mhm. Er kommt ungetappt ins Spiel. Das heißt, er ist von den Mana Rocks, die wir in letzter Zeit hatten, sicher der beste mit Abstand. Ja. Ja. Und das ist okay. Toll ist er leider noch immer nicht. Aber nein, aber besser als ein 3 Mana Lightning Bolt. Genau. Oder Stein am Schädel. Oder das. Ein Mana Rock am Schädel. Der wundersame Spiegel für 3 Mana macht einmal gar nichts, ja? Außer man investiert. Für 2 Mana, der wundersame Spiegel wird bis zum Ende des Zuges zu einer Kopie eines Artefakts, einer Kreatur, einer Verzauberung oder eines Landes deiner Wahl. Das Gute ist, du kannst alles kopieren. Also alles im Sinn von alles von dir und alles vom Gegner und auch so circa alles, was es gibt. Also weißt du, was ich nicht mag? Was? Wenn ich eine Karte habe und da steht, kostet 3 Mana, mach nichts. Im Endeffekt, okay, musst du so eine. Es steht 5 Mana, krieg einen Klon von dem stärksten Permanent am Spielfeld. Ja, du kannst halt immer wieder was Neues genau. lernen. Also für 5 Mana ist einmal der stärkste Permanent geklont. Und dann kannst du für 2 Mana das immer wieder machen. Und eigentlich ist der Klon fürs Klo. Nein, also ich fange mit solchen Sachen nichts an. Ja? Also ich mag ja coole Sachen, die sich verwandeln können und so, wie zum Beispiel dieses Enchantment, das halt immer gewachsen ist, dieses weiße, mir fällt das nicht ein, wie das geheißen hat. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ein weißes Mana wird immer größer. Ja, ja, und dann kann man es zur Kreatur machen. Und man nicht kann nie, wurscht. Ja, ich kann es gerne jetzt ja, einblenden. Wurscht, dieses. Aber sowas ist halt nix. Ja. Nochmals letztes Artefakt, noch eins aus dem Deck. Genau, und zwar die Visage von Bolas. Ja. Für 4 Mana, wenn die Visage von Bolas aufs Spielfeld kommt, kannst du deinen Friedhof oder Bibliothek oder deine Bibliothek für eine Karte Nicole Bolas, der Deceiver durchsuchen, zeigen und auf die Hand nehmen, wenn du das machst. Nicht die Bibliothek. Und du kannst die Visage auch tappen für ein blaues, ein schwarzes oder ein rotes Mana. Genau, es hat sich etabliert, dass die Rares in den Planeswalker-Decks den Planeswalker raussuchen. Das macht auch die Visage. Die ist nebenbei noch ein Mana-Stein. Die finde ich eigentlich ganz gut, muss ich gestehen. Weil die halt, die rampt dich in den Nicol Bolas rein und sie holt ihn dir halt auch zurück. Ja. Also das ist schon bedeutend besser als das Zeug, das mir die Nissa sucht. Nein, die Nissa sucht die Nissa, einen Blocker. Und das Land, was du brauchst, um die Nissa auszuspielen. Finde ich jetzt nicht viel schlechter, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht. Der Mana Rock bleibt halt liegen. Ja. Der, aber das Land, den Forest, den ich mal rausgesucht habe, bleibt auch im Spiel liegen. Und ja, aber ich habe ja schon Forest gespielt. Ja. Wenn ich es on curve spiele. Ja, aber dann spielst du den Forest halt den nächsten. Du willst einfach nur die Visage von Bolaschnitt, sag das gleich. Ja, ich sag, Fries ist mir wurscht. Dann kommen wir zu den Ländern. Jawohl. Krypta der Verewigten. Wenn die Krypta der Verewigten ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Mhm. Das ist so random. Das Artwork ist schön. Sehr schön sogar. Ein bisschen dunkel, aber trotzdem sehr schön. Wird auch zu Innistrad passen. Zur Kathedrale. Mhm, ja. Du kannst es wieder ausgraben, als Art. Das Tappen. Erhöhe deinen Mana-Vorrat um ein farbloses Mana oder zahle ein farbloses Mana. Tapp das. Erhöhe deinen Mana-Vorrat um ein blaues rotes oder schwarzes Mana. Solches Klugscheißen. Der höchste Mana-Vorrat, ein farbloses Mana, aber du brauchst ein generisches Mana. Kannst auch die Visage von Bola spielen. Ja, richtig. Ja, also ich finde schon cool, dass das Land gibt, weil es einfach die Bola-Farben fixt. Ja. Aber es ist halt zu wenig gut,
Einfach weil, wenn es. Das Problem ist, du willst es ja spielen in einem dreifarbigen Deck, weil sonst würdest du dieses Fixen nicht brauchen. Und dann spielst du in einem dreifarbigen Deck ein Land, was per se keine Farbe macht. Das ist halt scheiße. Danke für dieses Ding. Dann kommen wir zu einem Cycle. Das war eine Rare, oder? Nein, das war eine Ankommen. Dann kommen wir zu einem Cycle von Common Ländern. Ja. Und zwar ist das einmal die Wüste der Inbrünstigen, die Wüste der Vielgepriesenen, die Wüste der Unbezwingbaren, die Wüste der Achtsamen und die Wüste der Getreuen. Das ist eben das Rote, das Schwarze, das Grüne, das Blaue und das Weiße. Neuer Cycle genannt, die kommen alle getappt ins Spiel. Erhöhen deinen Mana-Vorrat um jeweils ein Mana dieser Farbe und du kannst sie für ein Mana dieser Farbe und ein farbloses Mana umwandeln. Das sind die Cycle-Länder, die ersten. Ja. Ich glaube, zu dem braucht man nicht allzu viel sagen. Die ersten Wüsten, muss man auch dazu sagen. Wüsten sind ja auch. Das ist natürlich wichtig. Das ist wichtig, weil es ja viele Sachen mit Wüste gibt, sowohl für Limited als auch für Constructed. Aber mehr gibt es halt nicht zu sagen. Nein, das danke, wir haben es erwähnt. Dann gibt es die Dünen der Toten, das ist auch eine Wüste. Erhöhe deinen Mana-Vorrat um ein farbloses Mana. Wenn die Dünen der Toten aus dem Spiel auf den Friedhof gelegt werden, erzeuge einen 2-2er schwarzen Zombie-Kreaturen-Spielstein. Da haben wir jetzt, was du angesprochen hast, dass man die Wüsten irgendwie vielleicht opfern kann, will oder tut. Genau, also wie ich diese Wüste gelesen habe, ich habe das, muss gestehen, ich habe mich wenig gespoilt diesmal, sondern habe es eigentlich mehr durchgearbeitet, wie der Spoiler schon komplett war. Lies die Dünen der Toten, denke mir so, warum soll mein Land sterben? Wirklich? Was ist denn das für ein Blödsinn? Aber dann kam gleich die nächste Karte. Und zwar endlose Sande. Nein, die ist noch gar nicht, bei der übernächsten ist erst. Aber egal. Weil die sagt es noch gar nicht. Aber ist wurscht. Mach mal das in die nächste, okay, weil wir korrekt sind. Das ist alphabetisch richtig, numerisch richtig. Gibt's außerdem ist das eine Rare. Endlose Sande. Das ist halt eine dumme. Warum es nicht endlose Sandwüste heißt. Ja, ja, weiß nicht. Schaut aber schön aus, das Artwork. Gefällt mir gut. Sehr hell. Haut die Augen aus, so bist du. Erhöhe deinen Mana-Vorrat um ein farbloses Mana. Für 2 und tappen schicke eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil. Und für 4 und tappen opfere die endlosen Sande, bringe alle mit den endlosen Sanden ins Exil geschickten Kreaturenkarten unter der Kontrolle ihrer Besitzer ins Spiel zurück. Was ich an der Karte cool finde, dass ich meine Viecher, die halt sterben würden, oder also am Block, oder die halt verstecken das Removal fressen, verstecke ich hinter der Zone. Ja, oder hinter der Wüste. Und dann, ticke zacke, hole ich mir die alle wieder retour und grüß Gott, haut einen auf die Pfeifen. Ja, aber es kostet halt 2 Mana und tappen das Verstecken. Das heißt, du kannst, egal ob Wrath oder Removal, immer nur einen verstecken. Ja, du versteckst immer nur einen. Und dann kostet sich 5 potenzielle Mana, weil es kostet 4 plus die Wüste selber zum Tappen, um das wieder zurückzubringen. Was ich alles schon sehr, sehr teuer empfinde. Ja, ich sage nur, was es kann. Ich sage nicht, dass es gut ist. Ach so, okay. Ich dachte, wir bewerten hier auch die Karten ein bisschen. Naja, weiß ich nicht. Mein Vorlesen, da kann er sie selber durchlesen. Ich glaube, spielen werde ich sie nicht. Okay. Das ist halt die Ding. Es ist schon zu Mana-intensiv. Aber es kann halt in gewissen Situationen wirklich super stark sein. Ja, das sicher. Also das ist halt, das darf man nicht außer Acht lassen, dass es immer noch, es gibt kein gutes Land Destruction. Das heißt, wenn ich das Mana übrig habe und ich spiele das und das Removal kommt, dann verstecke ich ein Viech. Du kannst es ja auch andersrum spielen. Du kannst es auch so machen, End of Turn fresse ich meine eigene Kreatur, jetzt spiele ich das Mass Removal, in deinem Zug also zum Beispiel. Haue ich dann wieder meine Kreatur raus. Ja, ja. Ist halt auch ein Play, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil du es halt viel besser planen kannst. Ja. Weil immer 2 Mana, 4 Mana offen lassen, ist halt echt mühsam. Ja, also wenn man die Karte spielt, dann in einem Midrange-Kreaturendeck, wo man auch genügend dicke Bieter hat, die man wieder retour holen will. Wo sich's auszahlt, ja. Dann gibt es die Hasheb-Oase. Mhm. Das ist die grüne Oase, seine Wüste, erhöhe deinen Mana-Vorrat um ein farbloses Mana und für Tappen und bezahle einen Lebenspunkt, erhöhe deinen Mana-Vorrat um ein grünes Mana. Also wir haben da wieder Painlands. Pain Deserts eigentlich. Ja. Und für doppelgrünen farbloses und Tappen opfere eine Wüste. Eine Kreatur deiner Wahl erhält +3/+3 bis zum Ende des Zuges. Aktiviere diese Fähigkeit nur zum Zeitpunkt, zu dem du auch eine Hexerei wirken könntest. Und wo sich das Ganze schon wieder disqualifiziert hat für mich, war bei Hexerei. Im letzten Satz, wo steht, aktiviere diese Fähigkeit nur zu einem Zeitpunkt, zu dem du auch eine Hexerei wirken könntest. Verstehe. Weil mein Gegner ist ja kein Trottel nicht und wird dementsprechend darauf reagieren. Ja, das stimmt. Aber da haben wir die erste Karte, wo du eine Wüste opferst. Ja. Und da kann ich jetzt die andere Wüste opfern, um eine Kreatur zu produzieren.
Ich kann aber natürlich auch diese Wüste selber opfern, muss man jetzt auch dazu sagen. Ja. Aber ich kann kein Shemale Surprise machen und irgendwo +3/+3 ja. geben und drüber fahren. Ist auch von diesen Opferwüsten sicher eine der schlechteren. Da gibt es noch mehr, da stellen wir euch jetzt gleich noch mehr vor und die finde ich jetzt nicht so prickelnd. Jetzt gibt es mal die feindliche Wüste, ja? Okay. Da erhöht man seinen Mana-Vorrat um ein farbloses Mana ja. und für 2 und schicke eine Länderkarte aus deinem Friedhof ins Exil. Die feindliche Wüste wird bis zum Ende des Zuges zu einer 3-4 Elementarwesen-Kreatur. Sie ist immer noch ein Land. Und die finde ich wiederum nicht so schlecht. Weil erstens kann ich meine Wüsten, die ich davor geopfert habe, fressen. Zweitens kann ich meine Cycle-Länder, die ich davor gecycelt habe, fressen. Und drittens kann ich meine Cycle-Länder wegcyclen und auf einmal den Surprise-Blocker haben. Weil er nicht gesehen hat, dass ich das Land gleich haben werde. Und es ist ein Mainland, was für 3-4 angreift. Ja, also alles korrekt. Sicher korrekt, habe ich euch gesagt. Finde ich auch okay, das ganze Teil. Man muss dann halt schon wirklich sehr um dieses Wüstenthema herumbauen, glaube ich. Nein. Weil im reinen Cycle-Deck ist wahrscheinlich zu wenig. Warum? Du brauchst ja keine Wüsten zum Wegschmeißen. Du brauchst nur Länder, die im Friedhof. Weiß ich schon. Du brauchst halt, musst halt irgendwie Länder wegschmeißen können, / viele Länder in den Friedhof bringen. Ja, es muss halt, du musst halt das irgendwie forcieren können. Mhm. Weil sonst, weißt du, wenn du halt 3 Cycle-Länder spielst, dann ist es halt zu wenig sein. Mhm. Dann kommen wir zur Ifnir, Ifnir Ödnis. Die macht eben wieder ein generisches, also ein farbloses Mana oder ein schwarzes Mana, wenn man einen Lebenspunkt bezahlt. Und hat für Doppelschwarz 2 farblose Opfer, eine Wüste und tappe diese. Ifnir Ödnis, lege 2-1 Marken auf eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert und wieder nur als Hexerei. Ja. Auch leider nicht so toll. Besser als das +3/+3. Ja. Weil auch wenn es der Gegner kommen sieht, 2 Marken sind 2-2, also 2-1 Marken sind das halt und das ist noch immer potenziell ein Removal. 4 Mana und ein Land opfern ist zwar teuer, aber es ist halt noch immer ein Removal, was auf einem Land spickt, sozusagen. Ja. Dann gibt es den Ipnurinsal. Mhm. Der macht dasselbe für Blau. Ja. Und für ein farbloses, ein blaues Tappen, opfere eine Wüste, ein Spieler deiner Wahl legt die obersten 4 Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Und jetzt stell dir vor, du hast davor dieses Enchanten, dass er doppelt so viel macht, dann macht er gleich 8. Stell dir vor, da wird was Gutes oben stehen, wie opfere den Plätzchen, ziehe 2 Karten. Ja, komm, ziehe 2 Karten, er müsste aber. Für 4. Ja, wollte gerade sagen. Ja, das wäre viel besser. Wäre es halt viel besser. Ja. Christoph Bossel Designer Team. Christopher Postel Designer Team. Christopher sein eigenes Team. Er mit sich selber und seinem Ego. Na, du kannst auch was sagen. Ja. Ist so großzügig, bist du gewesen. Es ist halt auch wieder zu wenig. So leid man das tut. Es ist einfach zu wenig. Also wunderschönes Artwork. Fällt ja. mir irrsinnig gut. Stimmt. Ist aber nicht gut. Jetzt kommt was, das vielleicht nicht so schlecht ist. Ja. Ramunap Ruinen. Dasselbige für Rot. Und wie ich das Artwork gesehen habe, ich war nicht der Einzige, ich habe gesagt, oh, bis der bei Lightning Bolt Reprint, vielleicht Lightning Strike, kriegen wir wieder einen Lightning Strike, weil Urleib und ja. Hallo, nein. Das Efe 3 Mana den Schuss kriegt. Nicht. auf jeden Fall, die Ramunap-Ruinen haben dann für Opfern, Tappen und 2 Rote, 2 Farblose und sie fügen jedem Gegner 2 Schadenspunkte zu. Ja. Das hätten wir halt auch wieder ein bisschen pushen können. Und sagen können, fügen einem Gegner oder einer Kreatur 2 Schadenspunkte. Ja. Vor allem, wenn es schon 4 Mana kostet. Ja. Und weil es halt auch so ein schönes Artwork ist. Und das wieder dieses Ärgerliche, warum muss ich so schöne Artworks verschwenden? Weißt, dann bringe ich halt im nächsten Duel-Deck Franz gegen Peter einen Lightning Bolt und nehme das Artwork. Ist halt echt toll. Franz gegen Peter. Und mache halt noch ein Foil-Artwork draus. Ja, ansonsten ist das bis jetzt das beste Teil. Ja, aber ich glaube, es gibt sogar noch ein besseres. Ich glaube, wir hatten schon halt. Na, Weiß kommt noch. Echt? Ist weiter? Ist ja, jetzt kommt noch Weiß. Okay. Jetzt kommt nochmal die Knochenwüste. Mhm. Kann man wieder seinen Mana-Vorrat um ein farbloses Mana erhöhen. Ja. Und für 2 farblose und tappen und opfere eine Wüste, schicke alle Karten aus allen Friedhöfen ins Exil. Ich korrigiere das. Das und das, was zum Land wird, finde ich die 2 besten Wüsten. Mhm. Ja, also die ist auch echt okay, die Knochenwüste. Ja, weil die ist halt die gratis, mehr, also wenn du die, wenn der farblose Länder nicht so sehr wehtun, ist das die gratis Antwort gegen random Graveyard Decks. Ja, ist richtig. Ist im Endeffekt so wie das Bojuka Bog, was halt oft in den Decks gespielt wird. Mhm.
als in Modern und Legacy. Nur hat das den Vorteil, dass es halt hat das den Vorteil, dass es nicht getappt ins Spiel kommt. Und das Bojuka-Bock wird oft auch gespielt, wenn du das Schwarz gar nicht hast. Das heißt, es ist oft auch ein farbloses Land, das heißt, es ist auch ein farbloses Land. Der Vorteil an Bojuka-Bock ist, es kostet nichts. Ja, wenn es passiert, der Vorteil an dem ist, ich kann es spielen und sofort zünden. Nein, und zünden, wenn ich will. Weißt, Ach oft so, ja. lege ich das Bojuka-Bock, weil ich das Mana brauche, aber will es eigentlich gar nicht zünden. Das lege ich, mache das Mana und irgendwann zünde ich es halt. Also finde ich eine gute Karte, auch Was eben für die anderen Formate, ist nicht der Verstandard. Was halt auch noch cool ist, was halt das gerade das einzig Coole an dieser Scheiß-Rotation ist, finde ich, dass diese Wüsten halt sehr gut mit den Eldrazi Du gehst zusammenspielen. jetzt von der Wüste, von der Rotation runter, ja, stimmt, weil die halt alle farblose Mana Ja. machen. Ja. Und du hast halt mehrere Länder, die auch noch was anderes machen, außer farbloses Mana. Ja. Weil in Battle for Zendikar hast du halt nur gehabt, die machen halt nur farbloses Mana. Ja. Und die machen halt farbloses Mana und was anderes. Ja, das stimmt. Na, vielleicht geht da noch was. Eldrazi kommen zurück. Wüsten-Eldrazi. Wüsten-Eldrazi. Dann gibt es die Schefet-Dünen. Die erhöhen dein Mana wieder um ein farbloses Oder ein Weiß, wenn es oder ein ein Leben weißes, wenn es ein zahlt. Leben zahlst. Und für Doppelweiß zwei farblose tappen und opfere eine Wüste. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus eins bis zum Ende des Zuges und wieder nur als Hexerei. Ja, finde ich aber trotzdem gut, weil es für das weiße aggressive Deck die Flood Protection ist, die Ja. halt dann ein One-Shot-Pump ist, den der Gegner zwar auch kommen sieht, aber drauf Also, gepfiffen. Wenn alle meine Kreaturen jetzt einen Schaden mehr machen, reicht es ich meistens. muss gestehen, dieses Land würde ich mir hart überlegen im Mono-White Oketra Monument Deck. Weil man einfach sehr weit geht, wenn man irrsinnig viele Tokens hat, Ja. dann kommt der Blätzchen, Zicke-Zacke und die Sache hat sich erledigt. Genau. Also das ist durchaus zum Überlegen. Vor allem gefällt mir, also aus meiner Sicht vom derzeitigen Metagame und so, gefällt mir am besten. Ja, von diesem Cycle auch, also gibt ist ja jetzt der letzte, darum habe ich gesagt, Rot-Weiß sind da fast die besten, ja. Gut, dann kommen wir zur letzten Karte aus of Devastation. Lager der Überlebenden. Ich sage eine Wüste. Erhöht dein Mana wieder um ein farbloses. Und du kannst es tappen. Tappe eine ungetappte Kreatur, die kontrollierst. Erhöhe deinen Mana-Vorrat um ein Mana einer beliebigen Farbe. Haben wir schon öfter gehabt, gibt es immer wieder, setzt sich selten wirklich durch, Ja, ist aber ein gibt's nicht. netter Mana-Fixer, vor allem für die Limited-Formate. Ja. Ja. Glaube ich auch gar nicht als in Constructed Playable. Nein. Limited Ja. ist oft gut. Ja. Ab und zu ein Gag. Du kannst auch Eldrazi damit casten. Genau. Und du kannst halt auch die farbigen Eldrazi damit casten, weil du dir halt farbiges Mana produzieren kannst. Das ist richtig. Ja, wir sind durch mit of Devastation. Yep. Insgesamt eigentlich eine spannende Edition, also spannender jetzt. Ich empfinde sie nach dem drüber sprechen besser als Davor? davor, muss ich gestehen. Ja, also ich finde, was sie schon hat, sind coole Karten. Was sie nicht hat, sind diese offensichtlich brokenen Karten. Außer halt vielleicht Nicol Bolas, aber Aber der der wird halt kostet halt gefixt so durch seine viel. Mana-Kosten, ja. Das finde ich insofern ganz angenehm, weil es vielleicht mal bedeutet, dass es diese Edition nicht gebannt wird. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Wäre mal was Neues für den Standard in letzter Zeit. Ja, ich glaube, es sind aber coole Workaround-Karten. Ich glaube, es wird generell eben, wie heißt's, Kontrolle ein bisschen gepusht durch halt gute Rough-Effekte, durch gute Karten dazu, durch ein paar Control-Finisher, sei es Nicol Bolas, sei es eben der, wie heißt's, Na. Der schwarze Ja, XX-Spell, der dir gut genau gefällt, der. oder halt auch teilweise die Flüche. Ja. Jetzt machen wir noch schnell zum Abschluss, wenn wir sieben machen. Deine Favorite Card. Mach mal drei. Machen wir Drei ist drei. korrekt. Drei ist korrekt, okay. Ich muss es wohl so tun. Die überwältigende Herrlichkeit. Das ist deine Karte. Wenn du sagst, es ist meine Karte, dann ist es meine Karte. Und weil ich dir die Planeswalker lasse, die Stunde der Offenbarung und. Wer ist? Ich weiß nicht, wie es heißt, dann schaue ich nach. Wobei, den gibt es ja auch noch. Und die Stunde der Vernichtung. Also der Patrick ist ganz im Nicol Bolas Flavor derzeit. Volles Removal-Setup. Was auch cool ist, was mein Honorable Mention, Wildfeuer Verewiger. Die Kur, die Verewiger. keine Kur Die Kur, ist. die keine Kur ist, die ist einfach, schaut einfach zu gut Ja, aus. Die gewinnt schon allein wegen einem Artwork, Ja, Punkt. die Power Ranger Kur. Genau. Sehr geil, ja. Bitte, hau zurück. Ja, ich muss ehrlich gestehen,
meine Favorite-Karte. Nicole Bolasch. Ist ja, einfach klar. Der Ball-Level ist so gut. Ich mag geile Control-Finisher. Was ich auch irrsinnig flashig finde, eigentlich so prinzipiell, ist diese Sphinx, die nicht spielbar ist. Aber Unesh. Ich finde die halt Unesh, oberste Pecora Sphinx. Einfach eine geile Karte. Ja, ich meine, sie hat Factor Fiction draufgeklebt. So schlecht kann sie nicht sein. Ganz schlecht ist sie sicher nicht, aber ganz gut auch nicht. Und weil es halt ich bin, ich finde den Engel... Nein, eigentlich ist es das Pferd. Es ist eigentlich das Pferd. Das verzierte Sonnen daraus über den Engel, der ver... Verdammnis. Der ist ja dann deine Honorable Mention, oder das was? Das natürlich. Aber das Pferd... Pferd, hoppereiter. Pferd, weiter. Bauen wir ein Pferddeck. Ja, also du baust das Pferddeck und ich mache die Stunde der Vernichtung und ich mache das rot-weiße Controlling mit den zwei Stunden und dem... sehr gut, ja. Na, toll. Und dem Enchantment obendrauf. Und super, der Patrick. Der überwältigende Herrlichkeit, ja, ja. Und dann kannst du schauen, wie du deine Pferde mich noch tot reitest. Ich glaube, das wird nicht geschehen. Okay, danke fürs Plaudern, Patrick. Gerne. Euch danke fürs Zuschauen. Schreibt uns eure Favorite 3 Karten rein, können auch mehr sein. 3 schaue ich mal sicher an. Bei 7, 8 überlege ich es mir dann schon. Also querlesen tun wir schon. Und wie immer könnt ihr liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Shop. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß mit der Lektion. Ciao, aber. Vorbereit. Bist du deppert? Es ist nicht zum Aushalten. Vorbereit. Vor allem die Bewegung. Das sind die Zügel, Alter. Was ist?